Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Ich war mit ein paar Twinks unterwegs, tatsächlich mehr als ich eigentlich vorhatte. Keine Sorge, das wird nicht wieder ein Riesen-Vault, wo wir 100 Vaults aufmachen, sondern es müssten 5 sein. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Char, und zwar meinem Main. Ich war wieder genau eine 20er Mythisch-Plus-Instanz. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein und schauen mal, was wir kriegen. Wir haben auf Wildheit gestellt, weil ich nicht wieder das Desaster mit diesen Trinkets haben will. Oh nein, kriege ich eine Halskette? Das ist jetzt bescheiden. Heißt, die brauchen wir nicht. Das ist jetzt so das Schlechteste, was ich hätte kriegen können. Naja gut, irgendwann musst du einen Zong ziehen. Dann würde ich sagen, nehme ich einmal die 2 Tokens, denn die kann ich umtauschen und dann habe ich zumindest ein paar Upgrade-Items. Also mein Plan ist mit Main tatsächlich, halt, das muss ich gucken, das hier müssen wir nehmen. Also mein Plan ist quasi, mit immer einem Key die Woche einmal das komplette Set voll zu kriegen. Und zwar, wo haben wir es? Ne, das ist das Falsche. Hier, ne? Also Normal und LFR bin ich fertig, HC brauche ich jetzt noch 2 Teile und mythisch brauche ich jetzt noch, ja, was sind das, 7, also noch einiges. Aber so nach und nach kann ich dann die Sachen upgraden, beziehungsweise kriegt die halt hier die direkt raus und kann sie in den Vault packen. Juti, dann würde ich sagen, gucken wir noch auf die anderen Chars. So, der nächste Char ist hier mein Worry. Mit dem war ich unterwegs und zwar wieder die letzten 2 Bosse im LFR, im aktuellen Raid, am Machen. Da haben wir sogar ein Item drin, was ich noch nicht habe. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und ja, mit dem will ich halt dieses Legendary bekommen. Bis jetzt sieht schlecht aus. Habe immer nur diese quasi Tokens, dass ich eine höhere Prozentchance habe, dass es droppt. Aber das Item an sich noch nicht. Deswegen fahre ich den jetzt noch ein bisschen weiter. Zusätzlich kriege ich jetzt halt hier aus dem Vault immer das ein oder andere Thema raus, was gar nicht schlecht ist. Und jetzt gucke ich mal, wenn ich das Ding hier upgrade, würde ich sogar noch einen Mock kriegen. Und ich würde sagen, das lasst es mal machen. Ich habe nämlich noch ein paar Abzeichen hier rumliegen. Ich habe vorhin extra nochmal ein paar Drachenabzeichen geholt. Mit dem Char ist es nämlich öfter so, tatsächlich, dass ich aus dem Vault was rausziehe und dementsprechend dann noch ein bisschen extra Mock kriege. So, also ein Mock und dann müssen wir das auf 5 ab... Achso, da brauche ich sogar keine Abzeichen. Ja, stimmt, weil ich ja schon einmal ein Item quasi auf die Stufe hochgebastelt habe. Wunderbar, dann haben wir quasi das LFR und das Normal-Mock-Teil. Und dann hatte ich letzte Woche noch ein paar Chars mitgenommen. Eigentlich wollte ich die gar nicht mitnehmen. Ich war ein bisschen LFR in BFA unterwegs. Hab vorher mit dem reingequeued, weil ich dachte, ah Mist, ich habe vergessen noch Weekly hier den Führer umzuhauen. Hat die Chars drin, ist die Queue aufgepoppt und dachte mir, jetzt gucken wir mal, ob ich sie einfach mitziehen kann. Und es hat funktioniert, jetzt haben die auch alle einen Vault und ich würde sagen, da gucken wir auch noch rein. So, als erstes haben wir den Demon Hunter. Den habe ich auf Tank gespielt, quasi mit beiden Tanks war ich dann im LFR, das war eigentlich ganz witzig. Schade, der hat einen Umhang bekommen, wo ich schon Normal und HC quasi das... LFR und Normal das Teil habe. Heißt, dann nehmen wir jetzt mal die Marken. Eventuell kann ich irgendwann mal noch mit den Upgrade-Tokens was anfangen. Also warte mal, da tauschen wir das mal zu dem Ding hier um. Und dann können wir das einmal lernen. Dann habe ich zumindest hier ein paar Marken. Vielleicht sind sie nochmal für irgendwas gut. Als nächstes haben wir dann meinen Hunter hier. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes drin ist. Ich glaube, ich habe sogar einen Bogen gekriegt, ne? Den habe ich vorhin abgegradet. Der hat auch schon mal ein bisschen T-Mock gebracht. Und hier habe ich ein T-Teil. Das bringt mir jetzt so an... Nee, das bringt mir gar nichts. Komm, dann nehmen wir auch die Marken. Das ist natürlich schade, ne? Dass ich jetzt hier einen T-Token rausgekriegt habe. So, also dann nehmen wir hier auch die Marken. Und der letzte ist einmal der Hexenmeister. Ich hoffe, der hat erstmal was Sinniges drin. Gucken wir mal. Und was haben wir da Schickes? Ein Schmuckstück, das bringt mir nicht viel. Aber das ist zumindest ein ganz gutes Upgrade. Komm, das nehme ich doch mal. Da ist jetzt, naja, ich könnte auch die Marken nehmen, aber das Trinket ist, denke ich, mal ganz nett. Auf ein Int drauf. So, legen wir das an. Ich habe nämlich hier noch eins, das vom Item-Level relativ niedrig ist. Gut, okay. Dann sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne in der nächsten Woche wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.